Ja, hallo. Es freut mich, dass ihr alle hier seid. Weil das zeigt mir, dass ihr den Ernst der Lage versteht. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht, aber ich bin ja nicht nur Friedensaktivist, ich bin ja auch Vater und ich bin auch Arzt. Und irgendwie in der letzten Woche nach der Ermordung von Hossein Soleimani und den Nachrichten, die dann folgten, habe ich mich ein bisschen gefragt, sag mal, haben wir eigentlich vergessen? Haben wir vergessen, was Krieg eigentlich bedeutet? Wenn man sich die Nachrichten anguckt, wie laissez-faire da der US-Präsident mit der Bombardierung von Zielen im Iran droht und wie fast, man hat den Eindruck, dass der Irakkrieg nie passiert ist, dass wir die Lektionen aus dem Afghanistan-Feldzug nicht gelernt hätten, dass nicht jetzt aktuell in Libyen, in Syrien und im Jemen immer noch Krieg herrscht. Man hat den Eindruck, das wäre alles nicht passiert. Wenn man die Politiker und die Medien so hört, wie sie über diesen Krieg sprechen und heute fragen, naja, warum denn überhaupt noch demonstrieren heute? Es ist doch abgewendet worden, jetzt ist doch Deeskalation angesagt. Das mag sein, dass jetzt durch diplomatische Zurückhaltung in den letzten Tagen tatsächlich der große Krieg, den alle befürchtet haben, jetzt, heute, diese Woche abgewendet sein mag. Aber haben wir vergessen, dass das nicht das erste Mal ist in den letzten 10 Jahren, dass wir hier am Brandenburger Tor stehen und vor einem Krieg gegen, mit, im Iran waren? Wir haben doch eine Situation im Nahen Osten, wo seit vielen, vielen Jahren, manche würden sogar zurück ins letzte Jahrhundert, in die 50er Jahre gehen, die Sorge besteht, dass der Westen, die NATO, die USA, wen auch immer man da nehmen möchte, im Iran ein Exempel statuiert, einen erneuten Regimewechsel anstrebt, dass wir erneut kriegerische Aktionen in dieser Region haben. Und ich glaube, keiner von uns, der hier steht und auch keiner in Deutschland glaubt, dass so ein Krieg, so ein Konflikt auf dieses Land, auf die Region begrenzt wäre. Ich weiß nicht, als Kinderarzt sehe ich jeden Tag in der Notaufnahme die Folgen des Irakkriegs. Jeden Tag sehe ich die Folgen des Afghanistan-Feldzugs und die Folgen des Syrienkrieges. Wir haben die Geflüchteten, die zu uns kommen. Wir haben die Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, deren Familie auseinandergerissen wurde, die hier hingekommen sind, auf dem Weg hierhin Familienmitglieder verloren haben und die unter Tränen berichten, was in ihrem Land passiert ist und dass sie natürlich lieber zu Hause in ihrer Heimat wären als hier im kalten Berlin. Aber dass sie gar keine andere Wahl hatten, als hier hinzukommen. Wir kennen doch Flucht und Vertreibung, die Folgen von Krieg. Also wie können wir jetzt als Gesellschaft so locker mit dieser Kriegsgefahr umgehen und sagen, naja, das kriegen die schon wieder hin. Danke. Wir hatten den Ansatz, den diplomatischen Ansatz, dass man die Verantwortlichen und die Staaten, die in dieser Region ein Interesse haben, ein Interesse mal mehr oder mal weniger berechtigt, kann man sagen, an einen Tisch gebracht haben und einen Vertrag ausgehandelt haben, um genau das, was wir jetzt sehen, diese militärische Eskalation abzuwenden, das Atomabkommen. Das war doch der richtige Schritt, EU, USA, Russland, China, den Iran an einen Tisch zu bringen. Und der Ausstieg der USA aus diesem Atomabkommen war doch schon die große Katastrophe. Und das, was wir jetzt sehen, das, was wir jetzt im Iran sehen, die Eskalation letzte Woche, ist doch schon die Folge von dieser Eskalation. Das heißt, es muss jetzt für uns heißen, als Friedensbewegung, als Bundesrepublik Deutschland, zurück zu den Verhandlungstischen, zurück zur Diplomatie. Es wird keine militärische Lösung der Konflikte im Nahen Osten geben. Das hat in Afghanistan nicht funktioniert, im Irak nicht funktioniert, das funktioniert nicht in Syrien, in Jemen, in Libyen, nirgendwo. Und das wird erst recht nicht im Iran funktionieren. Und wir dürfen auch nicht glauben, und das Thema kam heute schon bei meinen Vorrednern, dass wir als Bundesrepublik da völlig unschuldig sind und unbeteiligt. Wir wissen doch, dass die Drohnenangriffe im Iran, im Nahen Osten, über die Relaisstationen im pfälzischen Ramstein geregelt werden.
Wir wissen doch, dass das AFRICOM und das EUCOM in Stuttgart stehen. Wir wissen doch, dass 35.000 US-Soldaten in Deutschland stationiert sind. Dass in Kalkar die NATO-Kommandozentrale steht. Wir wissen doch, dass wir Teil des Ganzen sind, genau wie wir Teil vom Afghanistan-Krieg sind, genau wie wir Teil vom Irak-Krieg auch waren und genau wie wir beteiligt sind durch unsere Waffenlieferungen am Syrien-Krieg, an dem Konflikt in Libyen, an dem Konflikt im Jemen. Wir sind Teil davon und wir als Friedensbewegung in Deutschland haben eine Verantwortung, unserer Regierung zu sagen, und ich sage das ganz deutlich, keine Drohnenangriffe, die über deutschen Boden gesteuert werden, keine Auslandseinsätze der Bundeswehr. Und wir müssen das Truppenstationierungsabkommen mit den USA kündigen. Es darf keine USA-Militärpräsenz in Deutschland geben. Deswegen muss unsere Forderung heute lauten: Soldaten zurück in die Kasernen, Drohnen zurück in die Demontage und Politiker zurück an die Verhandlungstische. And I was told that there's a lot of Iranian colleagues here, a lot of people from Iran who come here and who don't speak such good German. So just for you, in English, our demand from this day has to be: the soldiers have to go back to the barracks. The drones have to go back and be taken apart. And the politicians have to go back to the diplomacy and to the negotiation tables. Thank you.